Leute, wir sind da. Ja, und da ist die örtliche Moskito- und Schnakenbevölkerung, die meine Ankunft sehnlichst erwartet. Na schön, Zeit für einen plattfüßigen 5-Kilometer-Flip-Flop-Marsch zum Eingang. Ich glaube, jetzt musst du nur noch beweisen, dass du über den Providence-Wasserfall windsurfen kannst. Oh, richtig. Wenn du das beweist, kommst du zurück. Haben wir geprüft, ob ihr Dad unterm Korb besser ist als sie? Unterm Korb besser als... Oh! Du musst größer werden, Meg. Leute, egal was passiert, ich wollte euch noch sagen, dass ich euch verzeihe, was ihr getan habt. Ich weiß, dass ihr nur an meinem Wohl interessiert wart. Was auch immer du dir einbildest, ist okay für uns. Viel Glück, Meg. Wir lieben dich. So nah dran. Das Erste, was mir beim Anblick dieses Hauses einfällt, ist nicht genügend Haustüren. Und bevor Sie fragen, das hat absolut nichts mit meiner krankhaften Zwangsstörung zu tun, dass ich für jeden Wochentag eine entsprechende Haustür brauche. Jetzt kaufen wir ein paar Türen und fette Hämmer. 5 Haustüren. Okay, wir haben unsere Türen und fette Hämmer. Es ist Zeit für meine Lieblingsphase bei jedem Auftrag. Den Abriss. Ist Lois sicher damit einverstanden? Ja, wir sind bei 5 Haustüren, das ist sinnvoll. Gut, auf 5 geht's los. 1, 2, 3, 4, 5! Was zur Hölle machst du da, Peter? 5 Haustüren, Lois. Verdammt, nimmst du deine Zwangsstörungstabletten nicht mehr? Mit denen fühle ich mich nicht mehr kreativ. 5 Haustüren. Oh mein Gott, warum ist das nur eine halbe Medaille? Wie viel Zeit haben wir? Ungefähr 7 Minuten und ich habe noch nicht erzählt. Rocky. Wie die meisten Tage begann auch dieser mit meinem Namen in Großbuchstaben auf dem Schirm. Ich wuchs auf in den fiesen Straßen von Philadelphia, der Stadt der brüderlichen Liebe. Oder wie ich sie nannte, das nördlichste Hinterwäldler-Kaff Amerikas. Ich war ein Italiener aus der Südstadt, der nie eine Chance im Leben hatte. Aber ich hatte einen Traum, eines Tages Schwergewichts-Champion zu werden. Yo, Petey! Yo, mein Freund! Yo, Petey! Yodelehihu! Es war eine harte Zeit in Philadelphia. Wir verloren täglich Dutzende Männer durch den Gesang an brennenden Mülltonnen. Yo, Petey! Yo, Feuertyp! Ich war Geldeintreiber für die Mafia. Wir arbeiteten per Flashmob. Du schuldest uns 2 Riesen. Ich will nicht nochmal fragen. Zahl besser, sonst vermöbeln wir dich. Ich sagte, wir vermöbeln dich. Ach, Gott sei Dank sind wir unverletzt. Oates hatte wohl weniger Glück. Leute, ich bin's, Kenny Loggins. Das Wichtigste, es geht mir gut. Macht euch keine Sorgen um mich. Taschenratte! Dieses Schiff ist umgekippt. Wir müssen rauf zum Rumpf. Es gibt eine Stelle im Propellerraum, da ist der Rumpf nur 2 Zentimeter dick. Vielleicht schaffen wir es uns da raus. Hey, ihr Hurensöhne! Das ist Chad. Und wir sind zusammen. Wir lieben uns sehr. Wir haben's uns gesagt und so. Morgen, Schlafmütze. Morgen. Das war eine Nacht. Ja, allerdings. Die haben eine USA Today vor unsere Zimmertür gelegt. Willst du sie lesen? Oh Gott, nein. Dann tun wir wohl so, als wäre das nie passiert und wir sehen uns in 2 Jahren wieder. Ja. Weißt du was? Nein. Was machst du Freitagabend? Das kommt darauf an. Läuft die US-Hit-Parade freitags noch? Das haben die schon ewig eingestellt. Dann habe ich frei. Heißt das, du willst mit mir ausgehen? Sieht ganz so aus. Und du schämst dich nicht meinetwegen? Nein, das ist mir vollkommen egal. Ich bin wohl einfach nicht mehr so verklemmt wie früher. Zimmerservice? Oh mein Gott, du hast Zimmerservice bestellt? Was ist, wenn jemand rausfindet, dass ich hier drin Transensex habe? Hallo, Zimmerservice. Ich habe Eier und Würstchen. Würstchen?
Der Wettbewerb ist nächste Woche. Ich muss aussteigen. Musst du nicht, du musst dich nur schlau machen. Stewie, du bist ein kluger Junge. Ich weiß, du kannst einen Kuchen backen und ich helfe dir. Oh, wirklich? Vielen Dank, Brian. Das schreit nach Champagner. Plopp. Gluck, gluck, gluck. Hoch die Tassen. Spiel mit. Ja, kalifornischer? Das ist kein kalifornischer. Spiel mit. Ja, von der Hochzeit von Denise war noch etwas übrig. Wer ist Denise? Spiel mit. Schön. Wie geht's Denise? Hat sie abtreiben lassen? Abtreiben? Spiel mit. Nein, ihr Wecker hat nicht geklingelt. Sie hat's verpasst. Also, Brian, ist das deine erste Orgie? Da spiele ich nicht mit. Patty! Wo bist du? Patty? Bist du hier draußen? Patty! Oh, ich hoffe, dass der Figur, auf die wir am meisten verzichten können, nichts passiert ist. Leute, seht nur! Sie ist tot. Mann, die Nippelchen stehen aber echt wie Beton. Seid ihr bereit für eure Lasagne? Wir stehen im Wald. Leute, es wird Zeit, dass wir unsere Superkräfte einsetzen, denn wir sind auch weniger bekannte Marvel-Charaktere. Und ich bin euer Nachbar, der euch auch nicht als Superheld bekannt war. Captain Pedantisch. Sind Sie hier, um Zack und mich zu schützen? Zu beschützen, aber ja. Na, wie kommt ihr mit euren Bildern von Jesus voran? Okay, die Haare sind etwas dunkel geraten. Mach sie heller, schön heller machen. Und die Augen sollten blau sein. Nicht vergessen, die Historie besagt, dass Jesus nicht wie ein traditioneller Mann aus dem Nahen Osten aussieht, sondern eher wie ein klassischer Hippie aus dem Abendland. Okay, legen wir die Bilder mal kurz weg. Als nächstes möchte ich von euch, dass ihr alle eure Verträge mit Gott unterzeichnet. Verträge mit Gott? Ja. Es ist eine schriftliche Verpflichtung, auf Alkohol, Drogen und Selbstbefriedigung zu verzichten. Das muss ich meinem Anwalt vorlegen. Ich lernte sogar meine Helden kennen. Mark McGrath, Pauly Shore und Jamie Kennedy. Und wir wurden Freunde. Leute, kommt zu meiner Hochzeit. Dann können wir im neuen Jahrtausend alle zusammen Freunde sein. Tut mir leid, Peter, aber da können wir nicht mit. Wir sind nach 2000 nicht mehr erlaubt. Ja, wir müssen hier in den 90ern zurückbleiben. Leb wohl, Peter. Und dann gingen sie alle ins Meer und verschwanden für immer. Erzähl der Welt von uns! Das hatte ich vor, aber dann fand ich einen halb aufgegessenen Hotdog, der nur ein bisschen Sand dran hatte. Und der meiste Sand war sehr abwischbar. Man kann einen Hotdog sogar mit Seife und Wasser abwaschen und ihn trotzdem essen. Die nächsten 8 Stunden tanzte ich durch. Ich ging nur ab und zu in den Pool, um zu pinkeln. Und aus irgendeinem Grund war ich der einzige Typ, dem die ganze Zeit eine Biene folgte. Vielleicht lag's an dem Country-Time-Limonadenpulver, das ich gegessen hatte, oder weil ich und Quagmire uns mit Capri-Sonnen beworfen hatten.